Revia Fishing ist für 14,99 € im Questor verfügbar und in diesem Video stelle ich euch neben dem eigentlichen Spiel den neuen DLC vor. Dieser neue DLC ist für 11,99 € verfügbar und ermöglicht es euch, die klassischen Startorte in Korea zu verlassen und auch im Westen der USA zu angeln. In diesem Video bekommt ihr einen Eindruck von Real VR Fishing und meinen ersten Eindruck zu diesem DLC. Wollt ihr wissen, was die besten Games auf der Quest sind, dann schaut doch mal in diese Infokarte. Da habe ich euch diverse Toplisten hinterlegt. Unter anderem das Ergebnis des Community Votings 2021, die besten Multiplayer-Games oder beispielsweise die besten Beat Saber-Alternativen. Interessiert euch dafür, dann schaut doch mal in diese Infokarte bzw. in die Videobeschreibung. Wollt ihr allgemein keine Reviews, Tests oder Tutorials mehr zu eurer Quest verpassen, dann abonniert die Zockstube und macht das Glöckchen an. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Video zu Real VR Fishing. Ja Leute, herzlich willkommen zu Real VR Fishing. Ein Spiel, was ich, wie soll ich sagen, das erste Mal im First Impression Video nicht ganz so gewürdigt habe, wie es das vielleicht verdient hat, weil was kann schon ein Angelspiel in der Virtual Reality sein? Mein Fazit am Ende meines ersten First Impression Videos war: Also Leute, ich bin kein riesen Angelfan. Aber das Spiel hat was. Das Spiel hat was. Ich glaube nicht, dass ich das groß weiter spielen werde. Tatsache ist, das ist eins der Spiele, die ich bisher am meisten auf der Quest gespielt habe. Und das liegt zum einen daran, dass es hier einfach fantastisch aussieht, dass der Angelmechanismus cool ist, dass ihr eine Langzeitmotivation in dem Spiel habt. Ihr könnt neue Angeln und was weiß ich kaufen. Ich zeige euch das gleich mal. Ihr könnt euer Zuhause einrichten, ihr könnt Erfahrungspunkte sammeln, ihr könnt Geld verdienen, ihr könnt neue Maps freischalten. Und der Anlass, warum ich euch heute dieses Video nochmal zeige, warum ich nochmal Real VR Fishing zeige, ist, dass ein neues DLC-Paket rausgekommen ist. Und da möchte ich heute mal drauf eingehen. Bisher konntet ihr an so wundervollen Orten wie hier in Korea angeln. Und jetzt haben wir noch die US-Küste für 11,99 € dazu bekommen. Das Spiel im Grundpreis 14,99 €. Was das Grundspiel angeht, da muss ich mein First Impression halt so ein bisschen korrigieren. Jeden Cent wert und ein richtig cooles Spiel. Vor allem auch im Multiplayer. Ihr könnt hier zusammen angeln und euch dabei unterhalten, über euch eure Fänge zeigen. Ihr habt hier nur noch so ein Handy, da könnt ihr dann Bilder voneinander machen, Selfies. Und jetzt geht mein Handy. So, ja, und jetzt schaut euch doch mal hier diese Umgebung an. Sieht das nicht fantastisch aus? Auch hier der Boden, das Wasser, der Sonnenaufgang, die Vögel, die da oben fliegen. Das ist richtig liebevoll gemacht. Und wenn ich jetzt hier ins Wasser guckt, wir haben wie so eine Brille auf und da sehen wir die Fische. Und ihr seht jetzt gelbe Fische, ihr seht grüne Fische und welche Fische ihr seht, hängt davon ab, welchen Köder ihr dran habt. So, und jetzt kann ich mal wechseln. Jetzt haben wir, Sekunde. Ihr könnt dann noch einstellen, wie lang das vom Schwimmer runterhängen soll, indem ihr den mit dem rechten Analogstick nach oben oder nach unten drückt. Also entweder könnt ihr an der Oberfläche fischen, mitteltief oder tief. Und ihr könnt dann noch, indem ihr hier nach links und nach rechts macht, so jetzt hab ich da irgendwie eine Grille dran oder so. Und jetzt mache ich mal einen Teigköder und dann seht ihr, manche Fische sind rot. Das heißt, dieser Köder ist nicht für diese Fische da. So, und jetzt sagen wir mal, mit der Grille ist das ganz gut und wir wollen jetzt mal den gelben da. Das heißt, der schwimmt relativ weit unten. Dann werfe ich jetzt mal mit dem langen Schwimmer nach unten aus. Das heißt, der muss jetzt nicht weit tauchen. Ist schon am Zuppeln. Ne, das ist ein anderer Gelber, der am Zuppeln ist. Und dann zeige ich euch mal, wie man hier angelt. Das erste ist, ihr müsst hochziehen und dann kurbeln. Und jetzt habt ihr da links so einen blauen Bereich und einen roten Bereich. Und jetzt müsst ihr hochziehen, also dieser blaue Pfeiler ist hochziehen. Und ihr müsst immer in dem nicht blauen und nicht roten Bereich bleiben. Und dann darauf reagieren, was ihr kurzfristig machen müsst. Hier beispielsweise die Angel heben und dann immer wieder kurbeln. Jetzt nach links. So. Kurbeln, kurbeln, kurbeln. So. Und so kämpft ihr dann quasi gegen den Fisch. Ihr könnt auch nachher zig andere Angeln
kaufen, das zeige ich euch gleich mal. Und wenn ihr jetzt den Fisch angelt, kommt, dann könnt ihr den rausziehen. Dann wird euch angezeigt, was das für ein Karpfen ist. Ihr könnt ja auch auf Zentimeter und Kilogramm gehen. Das ist jetzt ein Karpfen und jetzt guckt euch doch mal diesen wunderschönen Karpfen an. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, wollt ihr den freilassen, dann kriegt ihr Erfahrungspunkte. Wollt ihr den behalten, dann kriegt ihr Credits. Wir behalten den jetzt mal und kassieren ab. So und so funktioniert das Ganze. Ihr habt ja noch so ein Menü, wo ihr dann die Köder auswählen könnt. Ein Schwimmer oder hier eben, ja, das ist jetzt hier eine Süßwasser-Stipprolle. Ihr könnt Raubfischangeln kaufen. Ne, ihr habt hier noch so einen Shop. Da könnt ihr dann verschiedene Angeln kaufen. Angelrollen kaufen, Köder kaufen. Alles Mögliche. Ne? Und das ist schon ganz cool. Was ich euch jetzt aber zeigen möchte, ist erstmal, das Spiel möchte ich nicht verlassen. Wir verlassen jetzt einmal so. Mal gucken, verlassen wir das Spiel, macht er dann Real VR Fishing? Ja, macht er Real VR Fishing ganz zu, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Wir starten Real VR Fishing nochmal eben neu. Und dann zeige ich euch mal unsere Home-Umgebung und dann schauen wir uns das neue DLC an. Das ist nämlich noch ganz interessant. Jetzt für 11,99 Euro rausgekommen, wie ich gerade schon gesagt habe. Die USA könnt ihr jetzt bereisen. Nicht nur, vorher war das Spiel ein reines Korea-Spiel. Und jetzt könnt ihr eben auch in die USA, hier kriegt ihr ein paar Meldungen. Das ist jetzt hier euer Zuhause. Ja, so ein bisschen weihnachtlich im Moment zum aktuellen Anlass. Hier ist euer Süßwasser-Aquarium. Das könnt ihr noch ausstatten mit Pflanzen, die ihr kaufen könnt. Das sind dann Fische, die ich da reinpacken kann. Hier habt ihr einen Trophäenschrank, was ihr alles schon so gesammelt habt an Trophäen. Ihr könnt, wie gesagt, das hier ausstatten. Hier draußen. Ja, könnt ihr euch dann einfach mal auf eure Terrasse setzen und den Blick in die Ferne genießen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Hier habt ihr euer Bötchen, da könnt ihr dann die Farbe einstellen. Wenn ihr mit dem Boot fahrt, dann könnt ihr dann sagen, euer Boot soll, manchmal seid ihr auch mitten auf dem Wasser, dann soll euer Boot grün sein. Bei einem Holzboot und bei einem großen Boot auch grün. So. Und so sieht das hier aus. Hier können wir dann wieder rein. Und da ist euer Trophäenschrank. Ihr habt nachher noch die Möglichkeit, hier ein Salzwasser-Aquarium ab Level 16 freizuschalten. Was ist da rechts an der Tür? Mein Raum individualisiere hier deinen Avatar. Wollen wir gerade nicht. Sondern wir gucken uns jetzt das Ganze mal an. Ihr habt die Lobby, ihr habt die Karte. Das sind hier diese Südkorea-Karten. Da habt ihr, seht ihr, 19 verschiedene Orte, die wirklich alle richtig, richtig gut aussehen. Und hier habt ihr dann so eine kleine Vorschau. Und das ist schon teilweise echt beeindruckend, was denn hier grafisch geleistet wird. Ich versuche euch mal so ein bisschen die Atmosphäre einzufangen. Komm, ich zeige euch einfach mal die ich bis jetzt hier habe, im Schnelldurchlauf. So, hier sind wir dann in so einer Stadt. Da ist eine Brücke und ihr seht, auch das sieht fantastisch aus. Auch das Wasser, super gemacht. Da vorne fährt ein Bötchen, da ist ein Stadion und ihr seid hier auf so einem Steinvorsprung. Zwei ist dasselbe, glaube ich, von der gegenüberliegenden Wasserseite und bei Nacht. Ja, sieht auch super aus, richtig schön. Dann die Nummer 3 an einem ruhigen Tümpel, irgendwo in der Wildnis mit einer Entenfamilie auf dem Wasser. Auf einem Bötchen. An einer Brücke. Ja, auch schön. So, hier waren wir gerade, hier sind wir gestartet. Das kennt ihr schon. So, dann hier an einem See, da ist, ich weiß gar nicht, was das ist, aber der See sieht auch mega schön aus. Hier seid ihr wieder auf den Steinen. Hier großes offenes Gewässer bei der Dämmerung. Hier würde ich jetzt mal tippen, das ist so eine Art Hafen. Und ihr seid bei Nacht. Ein paar Hochhäuser. Ja, hier wieder mit einem Bötchen auf dem Wasser. Bisschen Gebirge im Hintergrund, auch echt schön. So, hier sind wir auf so Steinen. Da scheint irgendwie eine Sportanlage zu sein mit Scheinwerfern. Gebirge im Hintergrund. Und ich meine, hört mal die Geräuschkulisse. Und die Mücken, die euch hier so vorm Gesicht rumschwirren. Es ist echt schön. Die Spiegelung im Wasser. So, und das ist jetzt im Moment die neueste Karte, die ich freigeschaltet habe. Da bist du wieder auf dem Boot. Da ist eine kleine Fischerhütte und dann kannst du jetzt hier quasi vom Boot aus angeln. Wenn ihr dann auf Start drückt, dann wird da wieder die Brille aufgesetzt, mit der ihr dann die Fische sehen könnt. So, das sind die Karten, die ich bisher habe und es geht auch so weiter. Ich habe das Spiel schon mal durchgespielt, aber leider den Speicherplatz vertüdelt. Ihr habt nachher auch, ihr fischt im Meer.
Ihr fischt im Meer Salzwasserfische, ihr könnt Haie fangen, ihr könnt ein Salzwasseraquarium aufmachen. Und das, weshalb ich euch das Ganze jetzt zeige, ist, ihr habt jetzt die Weltkarte und da eben nicht mehr nur Korea, sondern jetzt auch die Vereinigten Staaten als DLC. Und das könnt ihr jetzt hier kaufen. So, für 11,99 Euro bestätigen. Das heißt, insgesamt mit DLC seid ihr dann irgendwo bei knapp 30 Euro. Aber wie gesagt, in die 14,99 Euro, die bieten so viele Stunden Spielspaß. So, und jetzt könnt ihr euch hier aussuchen im Westen USA, wo ihr anfangen wollt. Und wir starten jetzt einfach mal mit der Nummer 1. Wow! Wahnsinn! Das ist auch wieder toll. Wir sitzen hier auf ja, so einem Stückchen Sandstrand. Ich kann gar nicht beschreiben, welche plastische Wirkung diese Blätter haben. Das ist keine platte Texturschicht. Es ist echt toll. So, und jetzt habt ihr hier wieder die Fischi. So, mal hier. Na komm, beiß an, du Lump. Scheiße, er beißt an. Ich wollte doch nur einen Schluck trinken. Ja. Hochziehen und dann wieder kurbeln. Dass ihr auf jeden Fall im so hochziehen, dass ihr da im mittleren Bereich bleibt. Mal gucken, was wir hier für Fische haben. Also ihr könnt hier nachher alle möglichen Salzwasser, Raubfisch angeln, Süßwasser angeln. Oh mein Gott, guckt euch doch mal bitte da oben den Berg an und die Vögel, die da oben rumfliegen. Das ist ja der helle Wahnsinn, ey. So, Fisch ist bedusselt. Da kommt er, wir sehen ihn schon im Wasser. So, da ist er. Freilassen. Okay, wir sammeln jetzt hier quasi in den USA nochmal neue Erfahrungspunkte, womit wir die Level freischalten. Haben wir jetzt gerade mit einem Fisch den halben Balken. Also, jetzt mal ernsthaft, wie geil das aussieht, wie weit entfernt da hinten das Gebirge aussieht. Und, ey, die Entwickler hier, die schießen echt den Vogel ab. Angeln in der Virtual Reality. Wer hätte es gedacht, dass es so genial ist? Also ich würde schätzen, ich habe in diesem Spiel bestimmt schon, na, ich schätze mal, 40 Stunden verbracht. Bestimmt. Und selbst in diesen 40 Stunden hatte ich noch nicht alle Angeln und alles Mögliche. Und diese 40 Stunden beziehen sich nur auf Korea. Ja, ich habe mich nur in Korea aufgehalten. Ich muss aber auch sagen, ich habe da nicht immer, na klar, ich habe immer geangelt, immer, oh, den kann ich noch nicht. Was haben wir denn hier? Ein Bachsaibling. Oh, hallo, Saibling. Wir lassen den frei und dann können wir, wenn wir den Balken hier voll haben, schalten wir das zweite Level frei. Dann kann ich euch nochmal was hier aus den USA zeigen. Ich habe das häufig genutzt mit Kollegen, beziehungsweise auch, ich habe das häufiger mal mit der Lilly gemacht. Und wir haben uns ja dann einfach hingesetzt, gequatscht, ein bisschen geangelt. Oder beispielsweise auch mit dem Jörg. Also Jörg ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir. Und wir können, mein Gott, was ist das denn? Und da kannst du einfach quatschen, entspannt angeln. Kalifornischer Weißfisch. So, und jetzt haben wir das Level 2 freigeschaltet. Und ja, ich habe halt die ganze Zeit dabei schon geangelt, aber ich habe jetzt nicht so auf Fortschritt gespielt oder so, weil die wahre Qualität dieses Spiels liegt halt im Multiplayer, wenn du da so ein bisschen miteinander fischst. Boah, ist das ein Sternenhimmel. Da ist der Mond. Bei Nacht fischen wir jetzt hier gerade, auch an einem Strand. Ist das bärenstark? So, gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen fischen. Ich will euch jetzt auch nicht zu viel hier vorzocken. Ich denke, um jetzt einen Eindruck von dem Spiel zu bekommen. Wir gucken uns gleich nochmal die Einstellungsmöglichkeiten an. Lass mal eben die Geräusche wirken.
Sehr schön. Ja, Leute, und so funktioniert Real VR Fishing. Wie gesagt, die verschiedenen Angeln habe ich euch schon gezeigt. Einstellungsmöglichkeiten, habt ihr jetzt hier die Grafikqualität einzustellen. Die Geräusche beim Einholen könnt ihr einstellen. Hier seht ihr schon die Lautstärke, die ich habe. Normalerweise wird da noch so eine Action-Musik angemacht, wenn ihr dann einen Fisch an der Angel habt. Ich möchte es aber jetzt nicht so arcadisch haben, deswegen SFX und Umgebung habe ich auf 4 gestellt. Das ist dann auch schon optimal mit den Multiplayer-Voice-Einstellungen. Multiplayer-Voice-Einstellungen abgestimmt. Dann könnt ihr die FPS einstellen, habe ich auf 90. Controller, ja, beide und rechts dominant. Schwierigkeit, normal, schwer, Experte. Nachher wird euch nämlich nicht mehr dieser Balken angezeigt. Da müsst ihr das alles per Gefühl machen. So, und dann habt ihr hier nochmal so die Möglichkeit zu entdecken, welche Fische in diesem Gewässer sind. Dafür müsst ihr natürlich erstmal alle finden. Das heißt, auch hier habt ihr je Karte so einen Anreiz, alle Fische auf dieser Karte zu angeln. Und das ist ja schon ziemlich geil. Also sowas finde ich immer, ist ein schöner Anreiz. Und um euch die restlichen Einstellungen zu zeigen, gehen wir jetzt gleich zurück zur Lodge. Was aber noch interessant ist, ihr habt hier einen MP3-Player. Könnt dann auf der Oculus, ist ein Ordner, wenn ihr über SideQuest auf die Quest zugreift. Ich habe euch da oben mal ein Tutorial verlinkt. Wenn ihr per SideQuest auf die Quest zugreift, habt ihr Zugriff auf die Ordnerstruktur. Wenn ihr in den allgemeinen Musikordner auf oberster Ebene eine MP3 packt, dann erscheint die hier und ihr könnt hier nebenbei Musik hören. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, aufs Internet zuzugreifen, beispielsweise auf die Real VR Fishing Fanpage oder hier einfach nebenbei euch ein YouTube-Video ablaufen zu lassen. Ja? Echt genial gemacht, oder YouTube Music zu nutzen. Finde ich echt eine tolle Sache und ein schönes Upgrade dieses Spiels, wenn man dann mal alleine unterwegs ist und hier alleine spielt. So, das muss ich jetzt auch zumachen. So, und jetzt gucken wir nochmal eben. Ihr habt hier einen Laden, wo ihr einkaufen könnt. Köder, Angelruten, Möbel, Ausrüstung für euer Aquarium oder was weiß ich. Ne, also hier wird, ihr könnt euch neue Boote kaufen, Salzwasserboote. Ne, und die kosten dann nachher auch richtig Asche. Das heißt, hier ist auf jeden Fall eine riesen Langzeitmotivation. Ihr könnt Langzeitmotivation geboten. Ihr könnt hier Upgrades für euren Avatar euch holen. Dann kostet nachher so eine Mütze 2000 Euro. Ihr könnt euch angucken, welche Fische ihr habt. Und wenn ihr hier auf Plus drückt, Anzahl der Fische im Becken, da ist mein Aquarium. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, Lennox, 2 rein, dann wurden die da jetzt reingesetzt. Das seht ihr jetzt natürlich nicht bei 50 Fischen, aber hier könnt ihr dann die Fische im Becken platzieren. Hier könnt ihr die Innenseite des Aquariums auswählen, einmal so. Oder ihr sagt halt Glaswand. Steinwand müsst ihr, glaube ich, genau, müsst ihr im Laden kaufen. Dekoration könnt ihr dann halt auch hier platzieren. Es gibt eine Bestenliste. Es gibt einen Mehrspielermodus. Da könnt ihr hier verschiedene Server auswählen. Ich mache jetzt mal einfach beispielhalber einen Raum auf. Ihr würdet dann immer Europa nehmen, Raum erstellen, dann sagt ihr privat, sagt, wie der Raum heißt, nennt dann Passwort 1, 2, 3, 4 oder was weiß ich, sagt dann, nein, sagt dann, wie viele Spieler rein dürfen, dann macht ihr auf Bestätigen. Und jetzt könnt ihr im Prinzip schon, kann der Raum schon gesehen werden und ihr seid jetzt hier bei euch im Home. Jetzt können Leute euer Spiel sehen und wenn die joinen, dann landen die bei euch im Home. Ihr könnt denen eure Ausstattung zeigen, ihr könnt denen eure Fische zeigen und was weiß ich. Und wenn ihr dann zocken wollt, dann könnt ihr sagen, Raum erstellen, privat, 1, 2, 3, 4, bestätigen und dann macht ihr Angeln gehen. Und dann können die Leute eben joinen, das interne Mikrofon der Quest wird dann freigeschaltet. Achtet da aber darauf, dass wenn ihr hier in die Schnelleinstellung geht, dass ihr hier auch das Mikrofon anhabt, weil sonst hört euch nämlich gar keiner. So, und wie das Ganze aussieht, jetzt habe ich gesehen, im Multiplayer war jetzt nicht so viel offen. Ich möchte aber trotzdem euch einmal kurz zeigen, wie das dann aussieht im Multiplayer. Hier, Korea, da sind 3 von 4 drin. Joinen wir mal. Hi. Hello. Hey, hey, hey. So, und dann kann man jetzt hier halt... Oh, there you go. It's off. ...zusammen angeln. Taking loads of line. Ja, Leute, was soll ich sagen? Also, dieses Spiel für 14,99 € in der Standard-Variante, da habt ihr zur Verfügung, ich gehe mal zurück auf die Weltkarte, habt ihr hier Korea zur Verfügung. Super klasse. Habt da 20 Level, die richtig vielseitig sind, wo ihr viele Stunden Spaß haben werdet. Ich sag mal, in Korea könnt ihr sicherlich 20 bis 30 Stunden zubringen für die 14,99 € und immer wieder spielen im Multiplayer. Immer wieder unterhalten, Erfahrungspunkte sammeln, Geld sammeln, eure Aquarien ausstatten, die Trophäen hier sammeln. Guck mal, wie leer noch mein Trophäenschrank ist.
So, und für 11,99 € gibt es jetzt hier die USA-DLC dazu, die auch richtig cool ist mit nochmal 20 Leveln. Und sowohl das Standardspiel als auch diese DLC, dieser DLC, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Also ich finde beides richtig klasse. Das ist eine richtig tolle Erweiterung des Games, also was ich jetzt gesehen habe. Und allgemein ist Real VR Fishing auch eines der optisch besten Games auf der Quest tatsächlich. Und ich möchte euch jetzt hier mal mit diesem Blick in die Ferne, und komm, wir nehmen jetzt hier mal Platz auf dem Stuhl, mit diesem Blick in die Ferne entlassen. Und würde mich natürlich auch dafür interessieren, wie seht ihr denn Real VR Fishing? Schreibt es mir in die Kommentare. Würdet ihr auch den anderen Nutzern empfehlen, mal in Real VR Fishing reinzuschauen? Meine Empfehlung habt ihr. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da. Das war mein Video zu Real VR Fishing. Wollt ihr Ersteindrücke zu allen Games auf der Quest sehen, dann schaut doch mal in diese Playlist. Da habe ich euch alphabetisch alle Videos sortiert, sodass ihr euch immer einen perfekten Eindruck verschaffen könnt, bevor ihr Geld im Quest-Store ausgebt. Wollt ihr darüber hinaus keine Reviews, Tests oder Tutorials mehr zur Quest verpassen, dann abonniert die Zockstube und macht das Glöckchen an. Vielen Dank an meine Unterstützer, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!